Heute Morgen ab 6 Uhr fanden Durchsuchungen statt an Privatadressen von Polizeibeamten in Essen, in Mülheim an der Ruhr, in Velbert und im Emsland. Außerdem noch in den Diensträumen des Polizeipräsidiums in Essen. Es waren mehr als 160 Polizisten im Einsatz. Es ging um eine WhatsApp-Gruppe von Polizisten. Und zwar diese WhatsApp-Gruppe war im Betrieb, wenn man so will, von Anfang 2015 bis 14. September dieses Jahres. 606 Datenträger wurden heute sichergestellt. Mitglieder dieser WhatsApp-Gruppe waren Polizeibeamte, die sich in einen Kegelclub zusammengeschlossen hatten. Und da ging es logischerweise in diesen Chatgruppen in erster Linie um Kegelfahrten und Kegeltermine. Die Experten des Polizeipräsidiums in Bochum haben dort aber auch rechtsextremistische Texte, Fotos und Videos gefunden. Die Gruppe bestand aus 15 Teilnehmern, darunter 13 aktive Polizeivollzugsbeamten und 12 Pensionäre. Von diesen 15 arbeiten 12 Beamte im Bereich des Polizeipräsidiums Essen. Und 8 von diesen 12 versahen ihren Dienst in der Polizeiinspektion 4 in Mülheim an der Ruhr. Die kennen wir aus früheren Zeiten. Das ist die Polizeiinspektion, in der im September die ersten Fälle entdeckt wurden. Was ist mit den übrigen 3 Teilnehmern? 2 davon sind die erwähnten Pensionäre. Sie waren zuletzt im PP Essen eingesetzt, jetzt im Ruhestand. Und einer ist von Essen gewechselt in ein anderes deutsches Gebiet. Gegen 9 der Beschuldigten wurden vor dem Amtsgericht Durchsuchungsbeschluss nach der Strafprozessordnung erwirkt. Diese 9 haben alle aktiv gepostet und die Inhalte, die sie eingestellt haben, sind, ich sage es vorsichtig, mutmaßlich strafrechtlich relevant. So, und jetzt kommt die Frage, was passiert jetzt mit den 12 Personen, bei denen die Durchsuchung durchgeführt wurden? Ich weiß nicht, ich sage es sicherheitshalber mal, ich weiß wirklich nicht, ob das alles wirkliche Rechtsextremisten sind. Ich weiß auch nicht, ob das alles bei Gericht nachher hält. Aber das ist mir auch egal, das geht nicht, Punkt. Und das lassen wir nicht zu. Es wiegen auch nicht alle Fälle gleich schwer, das ist klar. Wer aktive Bilder aktiv gesendet hat oder wer nur empfangen hat. Aber auch die sind ja nicht eingeschritten. Auch die haben nicht ihre Vorgesetzten informiert. Auch die sind nicht aus Protest aus der Gruppe ausgetreten. Das bleibt ja. Und außer den Pensionären und den gewechselten Beamten sind alle 12 anderen jetzt suspendiert. Wir müssen frühzeitig Konsequenzen ziehen. Ich will nicht, dass diejenigen, die unter Verdacht stehen, ich wiederhole Verdacht stehen, weiterhin in Uniform und mit Dienstwaffe unterwegs sind. Aber ich betone, es handelt sich um einen Verdacht. Und natürlich gilt auch in diesem Fall die Unschuldsvermutung. Wir stehen übrigens wieder vor dem Problem, dass wir es mit großen Datenmengen zu tun haben. Denn diese neue Chatgruppe hat wieder mehr als 8.000 Nachrichten. 8.000 Nachrichten, die alle ausgewertet werden müssen. Und das wird wieder Tage und Wochen dauern. Ich hoffe nicht noch mehr, bis die Ermittler dann alles bis zum Ende ausgewertet haben. Wir sind ehrlich gesagt gar nicht so sicher, dass wir auf den heute sichergestellten weiteren Handys und sonstigen Datenträgern überhaupt noch was finden. Das kann auch Arbeit sein. Wir werten aus, aber da ist nichts mehr drauf, weil die Alarmmeldung von Mitte September müsste ja eigentlich auch in dem einen oder anderen Kopf angekommen sein. Werden wir sehen. Kann sein, dass wir heute zwar Asservate beschlagnahmen, aber nichts mehr finden. Kann auch umgekehrt sein. Aber ich wiederhole, wir haben den Chatverlauf in den 2 Handys. Und da sind die beteiligt, also insofern ist der Fakt klar. Ich vermute, dass der ein oder andere doch die Beweise, die auf seinem privaten Handy waren, hat verschwinden lassen.